Ich weiß nicht, wissen alle, was Tchibo ist? Ich muss es fragen, ich bin letztens in Ostwestfalen aufgetreten, da haben die gesagt, nee, was ist das? Da habe ich gesagt, er musste googeln. Google, was ist das? Weiß ich auch nicht. Ja. Also wissen alle, was Tchibo ist? Ja. Gut, dann hätte ich dazu mal eine Frage. Was genau ist eigentlich das Geschäftskonzept von Tchibo? Klassischer Tchibo-Dialog. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gern einen Kaffee, eine Personenwaage und ein Zweimannzelt, bitte. Gerne. Darf es vielleicht noch ein aufblasbares Kanu sein? Oder ein Radiowecker, der die Zeit an die Decke projiziert? Hätten wir in Rot und Blau. Ja. Um es in Engins Worten zu sagen, was ist das? Da kann mir doch keiner erzählen, dass da ein Konzept hintersteckt. Das ist doch riesengroße Scheiße, ist das doch. Deswegen hat Tchibo auch keinen Slogan, ja? Wie willst du dit in einen Slogan packen? Ich hab da mal was vorbereitet. Sie suchen Geschenke für Leute, die Sie kaum kennen. Beispielsweise den Arbeitskollegen Ihres Bruders, auf dessen alberne Gartenparty Sie über Umwege eingeladen wurden. Tchibo. Ja, den nächsten widme ich Kristall. Sie treiben selten Sport, möchten sich und ihren Angehörigen aber weiterhin in billigster Sportkleidung etwas vormachen. Tchibo. Oder noch einen kurzen, knackigen. Tchibo, der Fehlkauf für die ganze Familie. Dankeschön!